Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Das wird allerdings kein Let's Play, sondern ich werde das nur ein bisschen anspielen. Und zwar zu Pico Nico. Ich muss mich da ein bisschen wahrscheinlich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Schauen wir mal. Hallo. Z. Psst. Komm näher. Ich will dir was geben. Stell dir vor. Gratisgeld. Ja, du hast richtig gehört. Ich will dir Geld geben. Kostenlos. Gratisgeld. Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt und der nimmt Platz weg. Ich schicke meine Roboter in die Stadt. Die sammeln all das nutzlose Zeug. Du brauchst gar nichts zu machen. Verflixt, sie geben mir sogar noch Geld dafür. Und spätestens jetzt sollte jedem Menschen klar sein, der einigermaßen rational denkt, dass da was nicht stimmen kann. Gratisgeld. Du vertraust mir noch nicht? Na, dann vertrau diesem Kerl. Vertrau mir, es ist Gratisgeld. Siehst du, wie ich gesagt habe. Wenn nächstes Mal mein Riesenroboter über deiner Stadt fliegt, lass ihn also friedlich arbeiten. Und ich mache die im Handumdrehen reich. Bis dann, pass auf dich auf und denk dran. Du bist perfekt. Sunshine Inc. Eine bessere Welt wartet schon, und zwar ohne diese Firma, offensichtlich. Hauptaufgabe, wache auf. Hallo? Oh gut, du bist endlich wach. Ah, que puedes moverte? Hallo? Kann ich mich irgendwie hier... Ich kann rumrollen. Oh. Und wir können da... Hä? Wir können knien und wir können durch die Gegend laufen. Prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen frische Luft. Du gehst also weg? Wer bist du nochmal? Du gehst also weg? Mit was bestätige ich? Mit... Okay, mit Z. Ich kann nicht nach draußen. Ich bin ein Geist. Ich würde sterben. Hauptaufgabe, finde einen Weg hinaus. Da kommen wir wohl. Kommen wir da? Oh! Kommen wir. Wir kommen da rum. Sterben wir? Nein! Also, lila Wasser ist gesund für... was auch immer für ein Viech wir sind. Wie springen wir? So treten wir... So wollen wir uns zusammen. Okay, so springen wir. Meine Güte, ich bin doch kein Meister in Plattformspielen. Das solltet ihr doch langsam wissen. Ah, dieser große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Vielleicht kannst du gegen ihn treten. Das war C, war treten, ne? Hat funktioniert. Ich werde das schon alleine, ja. Wenn ich mir die Steuerung merken könnte, dann wäre das auch schon mal was. Ja, ich spiele das hier mit Maus und Tastatur. Das heißt, ich mache es mir wahrscheinlich erheblich schwerer, als es sein müsste. Was bin ich? Oh, okay. Auf solchen Pilzen kann man also springen. Offensichtlich, da hat irgendwas geleuchtet. Oh, ungünstig. Ja, wir werden uns das jetzt einfach mal ein bisschen anschauen hier. So, weiß ich nicht, Viertelstunde vielleicht. Wie ich mich kenne, möglicherweise auch noch länger. Und falls ich jemals hier einen Weg nach draußen finden sollte, natürlich. Ich meine, das hat ja alles hier schon super funktioniert, ne? Wie ihr seht. Und da ist irgendwas. Wie interagiere ich? So nicht. So auch nicht. Irgendwas hat da geleuchtet, glaube ich. Okay. Wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Einmal nach oben und natürlich gegen was auch immer. Gegen seine fliegende Plattform. Die natürlich... Oh, ich sollte springen.
Ja, Plattformer und ich, das hat noch nie, hat sich noch nie vertragen. Gehen wir einfach hier hoch, falls wir da durchkommen. Das können wir. Oh, und da ist der Geist. Vielleicht sollte ich, ja, da komme ich glaube ich nicht hoch. Vielleicht sollte ich also da links lang. Okay, dann werden wir das versuchen. Ich schiebe den einfach mal weg. Ich drehe den mal nicht weg. Oh. Ich fürchte, ich sehe, was da passiert. Das bricht bestimmt ein. Sei vorsichtig. Der Boden scheint leicht kaputt zu gehen hier. Oh. Das wird ungünstig. Okay. Ich habe vergessen zu springen. Das ist alles nie passiert. Das hast du mir gerade schon erzählt, dass der Boden ja, brüchig ist. Ich denke. Hallo? Also ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel hier so schwer ist. Zumindest für Leute wie mich, die eigentlich nie Plattformer spielen. Ich habe früher Minecraft Jump'n'Runs gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war doch wieder was. Wie interagiere ich denn? Habe ich Fortsetzen, Aufgaben, Einstellungen, bla bla bla, Steuerung, Aktion Drähten C. Sollte H Inventar. Also C sollte Aktion sein. Aber ich nur treten. Okay. Ich täusche mich. Ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig und schick mir Postkarten. Und dann wollen wir doch mal erkunden, was es mit dem Gratisgeld auf sich hat. Und warum man dafür seine Seele verkaufen sollte. Hauptaufgabe, finde einen Weg hinaus. Hauptaufgabe, wo bist du? Ah, mit Schildern redet man. Achtung, diese Tür nicht öffnen. Dahinter schläft die Bestie. Sind wir die Bestie? Mal schauen. Ich weiß, dass man wahrscheinlich da links oben alles Mögliche gesehen hätte, aber ich nehme mal den offensichtlichen Weg. Hallo. Ich möchte da rein, bitte. Okay, wie auch immer ich das schaffen soll. Das ist ziemlich knapp. C. Oh, und wir sehen einen Pixel aus von einem tanzenden Käfer. Sehr schön. Das freut mich. Dass man das jetzt hier nicht sieht, wie und was, das freut mich nicht so. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Und auf geht's. Was war Rollen? Z. Nee, X. Jetzt bin ich aber schon unten. Tja. Und was immer das alles sein soll. Ach, mit den Vögeln können wir auch sprechen. Hallo. Der Vogel schaut hier nicht. Hallihallo, wie geht es dir? Tschüss, wie geht es dir? Hallo, ich bestätige. Gut, gut. Ich hänge hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum. Was ist mit der Vogelscheuche? Ernsthaft? Eher verscheuche ich die als die mich? Da können wir dann auch noch hoch mit dem Pilz, aber wir wollen ja auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Ups, ungünstig. Eine Brücke kaputt. Das sind wohl die Dorfbewohner wahrscheinlich. Ich schwöre, ich habe gerade was gehört. Aus den Feldern? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, das klingt ziemlich falsch. Wie? Das Geräusch der Bestie, die kommt, um dich zu fressen? Pff, mach keine Witze darüber. Sie könnte in den Feldern nach uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns doch zum Dorf zurückgehen.
ich soll euch aus den Fällen heraus anspringen. Was ist das denn hier? Wusch! Die Bestie! Es ist die Bestie! Ah! Tu doch was! Wow! Einfach wow! Und eingesperrt. Was ist das denn? Die Bestie ist wach! Ah! Hm. Sie sieht gar nicht bösartig aus. Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Aber sie hat unsere Brücke zerstört. Bestie, warum bist du hier? Ich würde euch alle auffressen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich würde euch alle auffressen. Hm. Aber du scheinst kein Maul zu haben. Bisschen ungünstig. Das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Sie ist nicht gerade furchtregend aus. Nicht so ungut, aber sollst du nicht mächtig und gigantisch sein? Bin ich doch irgendwie? Was soll ich sein? Bin ich doch irgendwie? Hm, das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keine Gefahr dar. Sieht nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilfst du uns, sie zu reparieren, wenn wir den Käfig hier öffnen? Ja, warum nicht? Wir haben sie auch kaputt gemacht. Was ist das denn? Sag Bescheid, wenn du unsere Brücke in Ordnung gebracht hast. Hauptaufgabe, reparieren die Brücke. Das habe ich wirklich... Du bist also die Bestie, was? Du siehst ganz anders aus, als ich mir die vorgestellt habe nach der Geschichte. Was hast du dir vorgestellt? Ich weiß nicht. Was Riesiges? Haarig? Voller Zähne? Und ich vermute mal, diese komische Mücke da soll uns ganz subtil darauf hinweisen, dass wir nach links müssen. Und Überwachungskameras, das fängt ja schon wieder gut an hier. Aber die Musik ist nett. Die Vögel haben ja auch nicht mal wirklich vor mir Angst, ne? Hallo? Und da ist irgendwas im Baum. Hallo, Spinni. Oh, hallo. Warum hast du mich geweckt? Ich muss die Brücke reparieren. Vergiss es, ich muss die Brücke reparieren. Hm. Hast du die Brücke kaputt gemacht? Ja? Nein. Ja. Na, warum hast du denn überhaupt das kaputt gemacht? Kümmere dich doch selbst um deine blöden Fehler. Okay, wenn du nicht mal auf Ehrlichkeit stehst, hast du die Brücke kaputt gemacht? Sagen wir mal nein. Tja, wenn ein Spinne wärst, was ich zufällig bin, könntest du sie wohl mit einem dieser netten Spinnennetze reparieren. Aber offensichtlich bist du keine, also viel Glück damit. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen zu weit dran. Mach das nie wieder. Ich meine, das Spiel zeigt einem ja schon sehr, was man machen muss, zumindest mal jetzt noch. Die Bestie hat die Brücke repariert. Du hast die Brücke wirklich repariert, du verdienst eine Entschuldigung. Wir haben dich für ein rücksichtsloses Monster gehalten, aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Danke. Du kannst gerne in unserem Dorf bleiben, solange du willst. Ich glaube, unser Maler hat Probleme mit irgendwas. Vielleicht könntest du nachsehen, was los ist. Okay, ich denke, wie lange nehme ich denn schon auf? Mal nachschauen. Oh, schon fast 14 Minuten. Ja, den Maler machen wir noch, ne? Ich habe zwar gesagt, das wird heute recht kurz, aber... Ach, Maler machen wir noch. Das ist in der Mühle Sache. Ich sollte mich nicht immer ablenken lassen. Basskick. Und das drunter kann ich nicht entziffern. Hallo. Oh, hallo. Wo bin ich hier? Was machst du da? Was machst du da? Trainiere meine Beinmuskeln für die Basskick-Meisterschaft. Die Basskick-Meisterschaft? Du kennst Basskick nicht? Das ist unsere ordentliche Sportart hier. Aber du sollst mit der Erfinderin reden. Sie wohnt direkt neben der Mühle. Sonst noch was? Auf Wiederschauen. Alles Gute. Dabei haben wir nicht mal Geburtstag. Und das ist zum Spielen mit dem Z... naja, auf einer deutschen Tastatur sehr unkommod. Halt, ich will da rein. Nicht automatisch aufs Dach laufen. Die Basskick-Meisterschaft wird ausgetragen. Super, Basskick, super. Bist du mich hier raufzufordern? Ja, natürlich. Ich weiß zwar nicht, wie und was, aber okay. Ich muss erst mal wissen, wie ich drehte nochmal mit C, glaube ich. Oh, gut. Du musst die Wassermann in den Korb auf der rechten Seite treten, ich in der linken. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Alles klar?
Ja, kannst du es wiederholen? Ja, natürlich, alles klar. Gut, los geht's. Hallo? Wurst, das kickt mich. Ich glaube, ich spinne hier. Hallo, so steil. Nicht mich kicken. Nein. Böse aus. Hallo? Na, das darf nicht wahr sein. Was? Der darf direkt bei mir weitermachen? Ich glaube, es hakt hier. Hallo? Okay, da habe ich keinerlei Chance. Hallo? Hallo? Geh da rein, Rotzball. Hallo? Nee, falsche Richtung. Darum. Darüber. Hallo? Nicht mich kicken. Ich glaube, es hackt hier. Wieso kann er mich immer kicken und ich ihn nicht? Was ist das denn? Ja, ich habe keinerlei Chance. Sehe ich schon. Schade. Okay, war einen Versuch wert. War einen Versuch wert. Dann halt nicht. Ich habe gewonnen. Mehr Glück beim nächsten Mal. Nee, ich will noch ein bisschen was anderes anschauen. Und nicht die ganze Zeit hier Basketmeisterschaft probieren. Es hängt immer noch rum und mir gefallen die Kameras nicht. Make it rain. Sunshine Inc. Ich will schon wieder nicht auf den Häusern drauf rumlaufen. Und hier vielleicht ein Maler? Ich glaube nicht. Sie nicht materiell. Ich habe gehört, jemand in der Stadt versucht, ein neues Sport aus dem Basket einzuführen. Wenn du mich fragst, ist das ein dämlicher Name. Jo. Tut mir leid, da kannst du nicht hin. Warum? Ist mir egal. Warum? Kabel sind Vögel. Ich kenne die selber nicht betreiben, solange sie dort sind. Auf Deutsch, das kommt später. Also der Grafikstil ist ganz. Oh, hier können wir Postkarten schreiben, wenn wir denn eine hätten. Wahrscheinlich. Wer wohnt hier? Hallo, ein Gärtner. Ich liebe Blumen. Ich versuche hier welche zu züchten, aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Irgendwas muss mir fehlen. Liebe Wasser. Wie wär's mit Wasser? Aber klar doch, ich wüsste es, wenn Blumen Wasser bräuchten, um zu wachsen. Sie brauchen nichts als Liebe. Dann sagen wir mal Liebe. Aber auch wenn das sehr frech ist, wage es nicht zu behaupten, ich würde meine Blumen nicht lieben. Können wir irgendwas machen? Nee. Was ist? Doch, C war auch interagieren. Okay, ja, aber hier gibt es wohl nichts zu interagieren. Ah, natürlich, ich bin falsch gestanden, um hinauszugehen. Da komme ich nicht hoch, das geht nicht. Ein Apfel. Die kann ich tatsächlich mitnehmen, okay. Ah, hier kommt man hoch. Shop. Ah, vermute ich mal. Ja, war irgendwie klar. Noch höher. Geht's dahin? Ich stehe gleich auf die Wolke. Ich hol zuerst mal ein Geschenk. Du hast eine Trophäe gefunden. Gehender Piku. Und das ganz dezente Speiersymbol, das ihr möglicherweise unten links gesehen habt. Oh, das bringt mich zu irgendwelchen Vogeleiern. Oh, und auf die Wolke komme ich nicht rüber. Okay. Ungeschickt. So, Shop. Kann man da kaufen? Ist mein Geschäft ruiniert? Wie bitte? Was ist mein Geschäft? Wie bitte? Na wie wohl? Ich habe beste Artikel verkauft. Becher, Poster, Plüschspielzeug.
Leute hatten Angst und waren fasziniert. Das Zeug fand reißenden Absatz. Bevor du erschienen bist, wollte ich meinen Hit Bestienlos durch die Nacht veröffentlichen. Um Gottes Willen. Das wäre super geworden. Okay, ich lass dich mal in Ruhe. Da oben drin waren wir auch noch nicht im Restaurant oder was das sein soll. Ah, oder vielleicht ist da der Maler drin. Mit dir sprechen wir später. Oh, natürlich. Oh, was? Ich habe meine Inspiration verloren. Das ist eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe. Ich habe mich gebeten, ein Gesicht für die Vogelscheu zu zeichnen, aber den Vögeln gefällt es und das ist nicht gut. Ihr sollt Angst kriegen. Ist eine Vogelscheuche. Sie soll Vögel verscheuchen. Ich besitze nicht die Kraft. Und darüber hinaus habe ich meinen Stift verloren. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in meinem Keller. Könntest du mal nachsehen? Den Stifthut, man kann die Hüte sammeln. Was sind das denn für komische Zeichnungen? Was macht der Knopf? Ah, gib mir eine neue Kiste. Das war falsch. So, und jetzt muss ich die andere wahrscheinlich da oben drauf fallen lassen. Ich lieb's. Okay, funktioniert. Sehr schön. Ein Stifthut. Ah, die Steuerung. Hallo? Danke. Hauptaufgabe, geh und sprich mit dem Maler. Der es nicht geschafft hat, in seinen eigenen Keller zu gehen. Ich weiß nicht, was mit dem hier schief ist. Oh, du hast meinen Stift gefunden. Naja, du kannst ihn behalten. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das dürfte das Ende meiner Karriere sein. Ah, oh, weißt du, wie man ihn trägt? Den Stift tragen? Ja, tragen. Hast du nie einen Hut getragen? Hast du dein Leben in einer Höhle verbracht oder so? Gut, ich erklär's dir. Zuerst drückst du H. Ich habe eine Leinwand, die ist natürlich leer. Nun zeichne eine Vogelscheuche. Ein Gesicht dafür. Du wirst es etwas besser machen als ich. Also drücken wir H wie Hüte. Oh. Und ich darf ich mit meiner Tastatur, mit meiner Maus hier arbeiten? Z. X. Okay. Oh, ich muss mit der. Ich muss mit dem Pfeiltaschen zeichnen. Okay. Das kann ja was werden. Dann wollen wir doch mal eine Vogelscheuche zeichnen. Oder ihr Gesicht, besser gesagt. Ein bisschen sehr kantig, aber ich war noch nie künstlerisch begabt. So, ein komischer Mund. Und rot haben wir doch auch. Eine lange Zunge machen wir dann irgendwie rein. Hier war das Z. So. Also wenn sie jetzt nicht angestarrt, weiß ich ja auch nicht. Wow. Wie hast du das gemacht? Das ist dein Meisterwerk. Mir war nicht klar, dass du so viel Talent hast. Solltest du es am Kopf der Vogelscheuche anbringen. Hier, nimm es. Das Vogelscheuchengesicht, wo potthässlich aussieht. Also Leute, wenn ihr was zeichnen wollt, mit. Vor allem digital, dann solltet ihr mich nicht einstellen. Weil ich habe analog zeichnen schon meine Probleme, digital geht gar nicht. Und die dumme Mücke, da führt mich schon wieder durch die Gegend. Aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Und für das Spiel Pico Nico. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an und spielt selbst, so wie bei allen Spielen, die ich vorstelle natürlich. Sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Projekt. Macht's gut und habt einen wunderschönen Tag.